ich mache Motorsport seit nunmehr fast 25 Jahren, davon 24 Jahren im Profibereich. Nürburgring, Nordschleife und eben auch zweimal durfte ich beim legendären 24-Stunden-Rennen Le Mans antreten mit dem BMW M8 GTE. Ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen, aber als Profirennfahrer, glaube ich, macht es auch nur Spaß, wenn du mit Materialien und mit der Technik arbeitest, wie sie auch mehr oder weniger im reellen Motorsport da ist. Ich bin mir sicher, dass im Winter ganz klar wieder unsere Priorität sein wird, im virtuellen Racing mit an den Start zu gehen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, ich glaube, da sind 300 Fahrer mit drin, von Formel-1-Piloten bis einfach alles auf der ganzen Welt, und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich mit mir den Martin Tomczyk, der für die richtig schönen Donuts heute Morgen verantwortlich war. Ihr seht es hier direkt vor uns und hinter uns das BMW DTM-Fahrzeug. Martin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin selber auch Racer, fahre den Porsche Cayman GT4 in der National Endurance Series, also Langstreckenrennen. Bin auch durch das Simracing in den Motorsport gekommen, damals bei einem Wettbewerb. Deshalb für mich richtig cool, mit jemandem wie dir zu sprechen, der auch in Le Mans gefahren ist. Le Mans ist mein großes Ziel, ist meistens ja eigentlich sehr unwahrscheinlich, als Simracer das zu erreichen, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal GT4 fahren würde, deshalb denke ich nicht, dass es unmöglich ist. Wie kannst du dir das beschreiben, wie ist es in Le Mans zu fahren, oder was war dein größter Erfolg, war es sogar mit dem Jahreswagen die DTM zu gewinnen? Beschreib mal ein bisschen die Emotionen, was da mit einem passiert. Ja, erstmal hallo und wow, erstmal zum Werdegang, muss man sagen, klasse, GT4 ist kein schlechtes Auto. Ich mache Motorsport seit nunmehr fast 25 Jahren, davon 24 Jahren im Profibereich. Bin jetzt seit mehreren Jahren für die Marke BMW unterwegs, und wie du schon gesagt hast, habe ich mit BMW die DTM erlebt, habe das 24-Stunden-Rennen in Daytona erlebt, Sebring, Petit Le Mans, Nürburgring, Nordschleife, und eben auch zweimal durfte ich beim legendären 24-Stunden-Rennen Le Mans antreten mit dem BMW M8 GTE, was sicherlich schon eine Krönung für einen Rennfahrer ist, weil der Mythos Le Mans ist einfach sensationell. Den kann man gar nicht wirklich beschreiben, sondern den muss man spüren. Und auch wenn du ein erfahrener Rennfahrer bist, der schon sehr viel Rennen gefahren ist, um die ganze Welt ist Le Mans doch was Spezielles. Und ich versuche auch noch nach wie vor wieder nach Le Mans zu kommen, auch wenn momentan das BMW-Engagement nicht stattfindet in Le Mans, hoffe ich allerdings, dass ich in den nächsten Jahren nochmal die Möglichkeit bekomme, mit BMW dort an den Start zu gehen. Ja, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Vielleicht schaffe ich es auch irgendwann mal, und vielleicht sieht man sich mal vor Ort, entweder als Fahrer oder wir begleiten mal. Hoffe ich aber hinten am Rückspiegel. Ja, genau. Und nicht vor mir. Mega cool, es ist echt super, mit jemandem so erfahren zu sprechen. Wie siehst du das Simracing? Ich bin sicher, du hast einen Simulator zu Hause. Was hast du denn für ein Setup zu Hause? Was steht bei dir im Wohnzimmer oder im Keller, je nachdem, wo es hinverbannt wurde? Ja, also ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen, aber als Profirennfahrer, glaube ich, macht es auch nur Spaß, wenn du mit Materialien und mit der Technik arbeitest, wie sie auch mehr oder weniger im reellen Motorsport da ist. Da gehört natürlich ein Direct Drive dazu, da gehört hydraulische Pedalerie dazu, natürlich einen guten Computer. Ich fahre nach wie vor mit einem Monitor, also nicht mit der Virtual Reality Brille, sondern habe den, glaub 49 Zoll Widescreen. Ultrawide, ja. Macht wahnsinnig viel Spaß, und das Fieber hat mich natürlich auch gepackt dieses Jahr, weil wenn du als aktiver Motorsportler am Anfang an keine Rennevents teilnehmen kannst, machst du es wenigstens virtuell. Und ich muss sagen, der Boom, den wir erlebt haben, den die aktiven Rennfahrer erlebt haben, der war wirklich Wahnsinn. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, ich glaube, da sind 300 Fahrer mit drin, von Formel-1-Piloten bis einfach alles auf der ganzen Welt, und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jeden Tag war immer irgendein anderes Event, egal ob Private-Server oder ob wir offizielle Rennen gefahren sind. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ist sicherlich was wir nach wie vor auch machen werden. Klar, jetzt hat die aktive Rennsaison für uns wieder begonnen. Jetzt fährt es natürlich momentan etwas runter, aber ich bin mir sicher, dass im Winter ganz klar wieder unsere Priorität sein wird, im virtuellen Racing mit an den Start zu gehen. Ja, das heißt, du glaubst auch so ein bisschen, die Zukunft des Motorsports wird vielleicht eine Sommersaison sein für die Profi-Rennfahrer, und dann im Winter, wo normalerweise nur Trainings- und Sportzeit und Vorbereitungszeit ist, vielleicht findet da dann sogar noch eine virtuelle
offizielle Rennserie statt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke mal, vielleicht die IMSA oder so wird das auch aktivieren. Ja, einerseits so, man hat ja auch gesehen, es hat ja die virtuelle Formel 1 auch gegeben, die auch von RCL übertragen wird. Ich glaube, Sport 1 hat den Porsche Cup übertragen. Genau. Ich schließe auch nicht aus, dass es vielleicht kombinierte Events gibt. Also heißt ja, die Hälfte fahre ich im reellen Auto und die andere Hälfte fahre ich im virtuellen Cockpit. Natürlich muss man sehen, wo sich's hin entwickelt, auch der Motorsport hin entwickelt die nächsten Jahre. Aber auszuschließen ist definitiv nichts davon. Cool, das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube auch die Simracing oder die WhatsApp-Gruppe, eure Rennfahrer im Simracing, richtig spannend. Da wäre wahrscheinlich jeder Simracer gerne, würde da gerne mal reinspicken, was da so abgeht. Aber richtig cool. Vielen Dank, dass wir auch die tollen Donuts heute Morgen sehen konnten. Vielleicht können wir nachher mal noch eine Runde fahren. Der M2 CS steht drin. Wäre auf jeden Fall spannend, wenn du vielleicht da noch ein, zwei Worte zu sagen könntest. Weiß nicht, ob du den schon gefahren bist, bisher in der Entwicklung vielleicht oder noch nicht. Ja, bei der Entwicklung war ich nicht dabei, weil ich für den M8 damals eingespannt worden bin und jetzt eben auch für den neuen M4 GT3, der ja rauskommen wird, der ja dann hoffentlich auch als virtuelles Modell den Z4 GT3 ablösen wird. Aber das wird man in Zukunft sehen, aber trotz alledem ein tolles Rennauto, was da drin steckt, gerade für die Cup- und für Einsteigerklassen. Deswegen, und ich weiß es von meinen Kollegen, lässt sich wahnsinnig einfach fahren, so wie auch in den virtuellen Rennligen. Und was kannst du jemandem noch vielleicht an die Hand geben, der aus dem Simracing kommt oder vielleicht auch aus dem Kartsport, der wirklich den Sprung in den Automobilsport schaffen will? Hast du da einen Tipp, was du an Erfahrung gewonnen hast über die Jahre, den du dir noch mitgeben kannst, wenn die Jungs die nötige Motivation mitbringen? Ja, ist natürlich schwierig, weil der Einstieg im Motorsport ist natürlich zwangsläufig auch wieder ein bisschen mit Kosten verbunden. Aber ich muss sagen, gerade der Bereich Simracing, der bekommt mehr Popularität. Gerade auch die Hersteller schauen immer mehr drauf und man sieht, egal ob das BMW ist, Audi, Mercedes, Porsche, sind alle in dem E-Sports-Thema vernetzt und kennen sich da schon sehr gut aus und beobachten auch Simracing-Fahrer und haben auch schon einige unter Vertrag genommen. Ja, da wird es auf jeden Fall spannend. Ich bin auch gespannt, wann es den M4 GT3 dann zu sehen gibt und in welcher Rennsimulation da. Weiß nicht, kannst du wahrscheinlich noch nichts verraten. Keine Ahnung. aber super, vielen Dank für die Zeit und vielleicht sieht man sich mal auf der Rennstrecke oder drin am Simulator und genau, super. Super, danke schön.